So, hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play den Dagger von Xiang in der remasterten Version von Tomb Raider 2. Wo ich jetzt hoffentlich nicht so oft sterben werde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man hier irgendwas draus machen muss, ist ja recht hoch, nicht? Sonst würde man ja hier nicht so rumkraxeln können. So, da geht's schon mal nicht weiter. Hier. Sehr schön. Weg gefunden. Kletter mal. Nee, rumklettern, Mädel. Kannst du nicht rumklettern? Ah. So rum geht das. Jetzt hat man quasi dieses Loch der Mauer da umgangen. Okay. Ach so. Machen wir es doch halt so. So, hier geht's runter. Was erwartet uns hier unten? So wie es aussieht, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Und ich sag noch. Hier irgendwas kaputt ballern, so fast technisch. Nein. Schade. Was haben wir hier? Ein kleines Medikit. Nee, da geht's nicht hoch. Item needed. Wir benötigen einen Gegenstand. Na denn? Ist hier sonst noch was? Nee. Also hoch. Wie kann man eigentlich Stein mit Holz vernageln? Also ja, man könnte theoretisch gesehen in die Fugen den Nagel rein donnern, aber... Hä? Warum haben sie es getan? Pfiff ihn der Wind zu stark durch oder wie? War es zu hell? Fragen über Fragen. Ah, da geht's hoch. Gucken wir mal hier hinten. Ist hier noch was? Nö. Da kann man nämlich her. Alles klar, dann nehmen wir mal die Leiter hier. Manual Aim Mode. Was soll das bringen? So, Melissa Trintz Tagebuch. Sie war Studentin und schrieb am 5. April 1996. Ich muss mich selbst verbarrikadieren. Okay, tartet weiß ich jetzt nicht. Sie irgendwas direkt von der Außenseite auf mich attackieren? I have a terrible pain in my shoulder. Ich habe einen schrecklichen Schmerz in meinen Schultern. Was? These last few minutes. Achso, ich habe seit den letzten paar Minuten einen schrecklichen Schmerz in meinen Schultern. Ich hoffe, ich bin auf etwas gestolpert. Was? Er hofft, er bumped into something in a hurry. Okay, ich hoffe, ich bin über etwas nur in der Eile gestolpert und wurde nicht von einem dieser kleinen Fieslinge, Bastards gebissen, was wir im Keller hatten. Jetzt, wo ich den Schlüssel habe, haha, ja, sehr gut,
I just have to find its purpose. Muss ich seinen Nutzen rausfinden, wo also wofür er gut ist. Du hast einen Schlüssel, also brauchst du ein Schlüsselloch. Ich sollte mich nicht sehr weit von meiner Gruppe entfernen. Ah nee, ich sollte es nicht so weit von meiner Gruppe entfernt haben, also mich entfernt haben, so dass sie mich finden werden. Das ist sicher. Ich möchte nach Hause. Verbarrikadieren. Alles verbarrikadieren. Besser. Jetzt können sie nicht reinkommen. Also wahrscheinlich die Raben. Oder die Spinnen. Haben wir denn jetzt den Schlüssel? Nee. Wo ist er denn? Also okay, wenn ich den Schlüssel nicht habe, ist es Quatsch, hier wieder runterzugehen, weil was soll ich da unten? Oder hat sie den jetzt automatisch eingesammelt? Und ich sehe ihn nur nicht. Kann natürlich auch sein. Dann gucken wir doch mal. Wo hat sie das Holz hier, um hier alles zu verbarrikadieren? Okay, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Wer hätte es gedacht? Also wieder zurück. Und Schlüssel finden. Muss ja hier irgendwo sein. Sie guckt ja auch in die Richtung. Darauf ballern. Large Medikit. Jetzt haben wir die Schlüssel. Eklig. Wie kommen denn da von denen? Oh, und auch hier wieder. Na dann, auf ein neues. Speichern kann man ja hier offensichtlich nicht, oder? Kann man speichern? Save. Doch, kann man.
Naja. Oh, sind sie. Habe ich sie jetzt? Sieht gut aus. So, ich speichere mal nochmal. Was? Nein. Aha. Und ein großes Medipack. Warum so kopflos? Guck mal, dein Kumpel hier ist noch vollständig. Bist wieder Hals über Kopf aufgebrochen, ne? Checkpoint, okay, hätte ich doch nicht speichern brauchen. Danke. So, runter sollte ich hier sicherlich nicht. Okay, sieht gut aus. Und da kommt man nicht lang, also hier unten lang. Schon wieder ein Schlüssel gebraucht. Wie jetzt? Jetzt haben sie unterschiedliche Schlüssel? Tatsache. Ja, okay. Wo könnte sich der verstecken? Viel gibt's ja nicht. Also runter auf jeden Fall schon mal nicht. Na, schwer, so scheiß Spinne. Mistviecher.
Toll, es war ein Secret. Ach, ich dachte, hier ist der Schlüssel. Na geil. Wird sich jetzt sofort die nächste Frage gestellt, wie zum Geier komme ich weiter? Also, oder wieder zurück? Ach so, so. Ist ja nix. Ach doch, warte mal, hier. Fackel. Mist. Ich dachte, jetzt hatte ich hier den Schlüssel. Nee. Danke. Ach, Lara. Hängen geblieben! So, da hinten ist ja nichts, ne? Nee. Da habe ich jetzt quasi die Wahl zwischen da lang und da lang. Wenn ich hier lang hüpfe, habe ich das hier. Nee. Das wollte ich. Haben wir sie? Sieht gut aus. So, wie bin ich hier gekommen? So, dann können wir theoretisch hier den ganzen Krempel hier noch einsammeln.
noch mehr. Warum vibriert der Controller so? Jetzt hätte ich echt vermutet, dass hier der Schlüssel nochmal ist. Echt doof. Aber was anderes ist hier nicht. Speichern wir noch mal. Theoretisch nach da hinten. Weil hier war ja nichts. War ja nur die Höhle, wo ich einen Schlüssel brauche. Ja, woanders springt sie hier nicht hin. Jetzt eine Automap. Ist ja kein anderer Weg. Na gut, grübeln wir beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.